YouTube, hier ist Mimi und Yumi ist auch wieder dabei, weil Yumi lernt heute einen neuen Trick. Ich meine, ich hoffe, sie lernt den heute. Ja? Ich hole mir gleich ein paar Leckerlis und den Klicker und dann zeige ich euch mal, wie ich das mache, ihr was Neues beizubringen. Und ja, es geht darum, dass sie eine Tür aufmachen soll, weil die Tür hier im Wohnzimmer kann sie, selbst wenn sie ein bisschen offen ist, nicht mit der Nase aufmachen, weil die Couch direkt neben der Tür steht und sie ihre Schnauze da nicht zwischenkriegt. Und wenn ich dann hinten auf der Couch sitze mit ihr und Fernseh schaue und abends kuschel und sie dann aufsteht, um was zu trinken, dann muss ich immer aufstehen, ihr die Tür aufmachen. Ich komme mir vor wie so ein Türöffner für sie. Und deswegen will ich ihr beibringen, die selber aufzumachen. Ich habe schon einen alten Schal an der Tür befestigt und jetzt will ich ihr beibringen, wie sie daran zieht, um die Tür selber aufzumachen. Dann wollen wir mal loslegen. Bist du aufgeregt, Baby? Hm? Was Neues lernen? Scheiß auf was Neues lernen, Hauptsache es gibt ordentlich Süßigkeiten. Okay, wir legen jetzt los. Okay, also, das Wichtigste ist, ruhig zu bleiben, genau. Nicht hektisch zu sein, sondern ganz ruhig mit dem Hund zu reden und zu versuchen, sie dazu zu bringen, das zu machen, was ihr wollt. Und zwar möchte ich, dass sie das Ding anfasst. Ich zeige jetzt mal auf und spiele ein bisschen damit. Also, dass ihr das in den Mund nimmt. Komm her. Schnapp. Schnapp. Jetzt macht sie alles, was sie kann. Hier. So, die hat es gerade im Mund gehabt, dann drücke ich einmal auf den Klicker und stecke ihr sofort ein Leckerli in den Mund, damit sie weiß, ah, das war richtig. Das mache ich nochmal. Nicht mich angucken, hier. Richtig, genau, sie hat es nochmal in den Mund genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil sie mit ihrem Arsch hier gerade so steht. Drehen wir dich mal um, komm mal hierher. Nein, sie ist ein bisschen offen. Sie ist ein bisschen aufgeregt, deswegen... Guck mal, ob ich die Kamera ein bisschen drehen kann. So, man sieht es noch. Okay, also, sie ist ein bisschen aufgeregt, deswegen macht sie ganz schnell alles, was sie kann. Bin ich hier? Nein, genau. Weiter. Ja. Nochmal. Sie denkt jetzt, sie soll die Tür zumachen, weil sie das für den Kühlschrank schon mal gelernt hat. Jetzt. Genau, richtig, in den Mund genommen. Feines Mädchen. Und nochmal. Nochmal. Nein, in den Mund. Genau, fein. So, also ich glaube, sie lernt langsam, dass sie es in den Mund nehmen soll. Ich zeig nochmal. Genau. Nochmal. Gut, und sie hat auch schon angefangen, ein bisschen dran zu ziehen. Ich glaube, sie weiß schon, wo es lang geht. Ja. Dann kann sie die Tür selber aufmachen, kleine Maus. Okay, nochmal. Jetzt. Ja. Nein, aber wenn du dich dagegen stützt und daran ziehst, wird die Tür nicht aufgehen. Das wird ein Problem werden. Okay, nochmal. Gut. Und nochmal. Fein. Das nächste Mal werde ich nicht so schnell klickern, sondern sie weiß jetzt schon mal, sie muss das in den Mund nehmen, aber sie soll dran ziehen. Deswegen warte ich, gucke, ob sie dran zieht und wenn sie dran zieht, dann klicker ich. Ich muss noch ein bisschen Nachschub holen. Okay. Jetzt. Ja. Du weißt, was wir gerade machen. Überleg mal. Das war noch nicht genug. Komm. Sie macht schon wieder alles, was sie kann. Jetzt. Yumi, ruhig bleiben. Komm her. So. Einmal ganz ruhig hier ran. So, nochmal, damit sie sich daran erinnert. Und jetzt ziehen. Yumi, zieh. Sehr gut. Ich hoffe, man hat gut gesehen, dass sie gezogen hat. Jetzt musst du nur noch in die richtige Richtung ziehen. So, hierher. Nochmal. Und zieh. Zieh. Nochmal. Nein. Zieh. Und zieh. Sehr gut. So, leider hat sich die Tür nicht bewegt. Das enttäuscht mich ein bisschen. Aber ich glaube, weil sie nach unten zieht und nicht nach hinten. Ich guck mal,
ob sie es noch hinkriegt. Ja, und zieh! Oh, zieh! Zieh! Fein! Die zieht richtig, aber leider bewegt sie die Tür nicht. Guck mal. Ja, doch. Oh, guck mal. Fein! Sehr gut! Weil ich angefangen habe, sie mich auch noch mal kam. Zieh! Und zieh! Zieh! Nein, nicht den Kicker. Da! Zieh! Und zieh! Und zieh! Nochmal! Na los! Schnapp! Und zieh! Zieh! Fein! Sehr gut! Sie lernt sehr schnell. Sie ist ein ganz schlaues Hütchen. Okay, und nochmal. Zieh. Oh, los, los, los. Fein, super geil. Guck mal, das dauert keine 5 Minuten und schon weißt du, wie es läuft. Und nochmal. Zieh. Fein, und schon kann das Baby die Tür alleine aufmachen. Ich versuche es gleich nochmal von einem anderen Standpunkt aus, dass ich ihr von weiter weg sage, zieh. Und sie dann die Tür aufmacht. Ziehen kennt sie schon von Spiel zum Beispiel. Wenn wir Frisbee spielen, dann zieht sie manchmal eine Frisbee. Ich ziehe dran, diese Tug-of-War-Spiele. Daher kennt sie das Wort schon. Und sie hat auch schon mal Schubladen aufgemacht. Im Badezimmer. Und da habe ich auch gesagt, zieh, zieh, zieh. Und ich denke, das ist eine gute Sache, um ihr sowas beizubringen, dass sie schon zieh kennt. So, dann versuche ich es gleich mal von einer anderen Position aus. Und noch einmal hier, zieh. Yumi, zieh. Zieh. Komm, zieh. Nein, nicht den. Zieh. Und zieh, 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 zieh. Fein. Guck mal, jetzt kannst du rausgehen. Okay. Yumi, zieh. Und zieh. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr eurem Hund was beibringen wollt und wenn sie ein bisschen was gelernt hat, ihr müsst nicht gleich den kompletten Trick lernen, so wie Yumi gerade, weil manche Hunde können das ganz gut, manche brauchen ein bisschen länger. Das hat nichts mit schlau oder dumm zu tun, sondern einfach, wie sehr sie sich dafür interessieren, was sie gerade machen sollen oder wie sehr sie sich dafür interessiert, was sie gerade in der Hand habt. Und da Yumi schon ein paar Tricks gelernt hat, die haben auch ein bisschen länger gedauert, aber jetzt weiß ich schon ziemlich gut, was ich von ihr möchte. Und wichtig ist halt, dass ihr mit was aufhört, wenn es gerade gut läuft. Das heißt, ich höre jetzt auf, weil sie hat gerade die Tür aufgemacht. Und das lief ja ziemlich gut. Also das heißt, nicht aufhören, wenn sie es nicht schafft. Wenn ihr dann sagt, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Sondern wirklich aufhören, wenn sie irgendwas, was ihr von ihr wollt, gut gemacht hat. Damit sie mit einem guten Gefühl rausgeht. Und dann auch mit Spaß nochmal das Gleiche machen. Also, damit sie Spaß dabei haben, mit euch sowas zu machen. Und du hast meine ganze Hand so nass geleckt. Jetzt kriegen sie die Leckerlis. Alle? Ja, alle. Miam, miam, miam. Du bist so schlau. Feines Mädchen. Und immer loben und streicheln und sie toll finden. Dann macht es ihnen noch mehr Spaß. Und dann macht es ihnen natürlich auch mehr Spaß, was Neues zu lernen. Ne? So, Yumi hat wieder was Neues gelernt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde mal interessieren, was ihr für Haustiere habt und was ihr eurem Haustier gerne beibringen würdet, wenn ihr könntet. Und ja, na, bist du jetzt kaputt? Das ist übrigens auch für Hunde eine ganz gute Art, sie auszupowern. Weil wenn sie ihr Gehirn benutzen müssen, sind sie danach auch müde. Das heißt, wenn es vielleicht das Wetter scheiße ist oder so und ihr nicht unbedingt draußen lange spazieren gehen könnt, könnt ihr so eine Sache mit euren Hunden machen.
Und dann sind sie auch danach ein bisschen kaputt, weil sie ihre Rübe anstrengen müssen. Die kleine Rübe. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Yumi ganz besonders, weil sie sich so eine Mühe gegeben hat. Wenn ihr mögt, abonniert unseren Kanal. Unser, ne? Ja, inzwischen ist das schon unser Kanal. Und das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.